Am Rande eines großen Waldes wohnte ein armer Holzfäller mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Es war die zweite Frau des Holzfällers und die Stiefmutter der beiden Kinder, die Hänsel und Gretel hießen. Der Lohn des Holzfällers war so karg, dass er seine Familie kaum noch ernähren konnte. Die Not wurde immer größer. Er wusste nicht mehr, was er machen sollte, konnte vor Sorgen kaum noch schlafen und darum sagte er eines Tages zu seiner Frau: Ich weiß nicht, wie es enden soll. Es reicht nicht hin und her. Wir haben kaum zu essen für die Kinder mehr. Wenn kein Wunder geschieht, du wirst es sehen, dann werden wir verhungern und zugrunde gehen. Verhungern? Nein, Mann, da sage ich nein. Bevor ich verhungere, da fällt mir noch was anderes ein. Hör zu. Wir führen die Kinder ganz tief in den Wald und dann verlassen wir sie bald. Beide bekommen ein Stückchen Brot zur Überwindung der ersten großen Not. Den Weg zurück finden niemals die beiden. Und wir zwei werden schon satt, ohne Hunger zu leiden. Nein, Frau, das bringe ich niemals übers Herz. Mein Leben wäre dann nur noch Gram und Schmerz. Meine Kinder sollen verhungern draußen im Wald? Und auch erfrieren werden sie bald? Nein. Das kannst du nicht verlangen von mir. Besser die Kinder verhungern als wir. Es wird gemacht, das sag ich dir, Mann. Sonst zimmerst du bald unsere Särge. Denke daran. Hänsel und Gretel, die vor Hunger nicht schlafen konnten, hatten gehört, was die Stiefmutter sagte. Und Gretel fing zu weinen an. Hänsel, konntest du das hören? Ich weiß schon lange, dass wir beide stören. Aber nun weine nicht. Hab Vertrauen und Mut. Ich habe eine Idee und alles wird schon gut. Ich schleiche mich jetzt zur Tür hinaus und sammle Kieselsteine vor dem Haus. Diese streuen wir auf den Weg, Stück für Stück. Und so finden wir den Weg zu unserem Haus zurück. Als der nächste Morgen anbrach, weckte die Stiefmutter die beiden Kinder. Jeder bekam ein Stück Brot und dann gingen alle in den Wald. Hänsel blieb von Zeit zu Zeit stehen und schaute sich verstohlen um. Was bleibst du eigentlich dauernd stehen? Nimm die Beine in die Hand. Wir müssen schneller gehen. Ich dachte, unser Kätzchen hätte miaut. Darum habe ich mich umgeschaut. Ach, Kätzchen, papalapap. Los, schneller, sonst bringe ich dich in Trab. Es war natürlich nur eine Ausrede von Hänsel. Denn immer wenn er zurückschaute, warf er einen Kieselstein auf den Weg. Als sie ganz tief im Wald waren, sagte der Vater: So, Kinder, hier wollen wir bleiben. Wir machen etwas Feuer, um die Kälte fortzutreiben. Als das Feuer brannte, sagte dann die Stiefmutter: Vater und ich gehen weiter. Holz schlagen müssen wir. Und ihr wartet so lange, bis wir wieder hier. Hänsel und Gretel saßen am Feuer und warteten. Sie aßen ihr Stückchen Brot und schliefen dann ein. Als sie wieder erwachten, war es inzwischen dunkle Nacht geworden. Gretel fing wieder zu weinen an. Ach, Hänsel, ich habe Angst. Was machen wir? Weine nicht, Gretel, ich bin doch bei dir. Da sieh nur. Kannst du die Kieselsteine im Mondschein sehen? Sie zeigen uns den Weg zurück. Komm, lass uns gehen. Sie gingen die ganze Nacht hindurch. Am Morgen waren sie wieder zu Hause. Der Vater freute sich sehr, denn er hatte die ganze Nacht an die beiden gedacht. Die Stiefmutter aber wurde böse und sie sagte zu dem Holzfäller: Noch tiefer in den Wald werden wir sie morgen führen, damit sie den Heimweg für immer verlieren. Hänsel und Gretel hörten wieder, was die Stiefmutter sagte. Hänsel wollte hinausschleichen, um Kieselsteine zu sammeln. Doch die Tür war verschlossen. Als sie am nächsten Morgen wieder in den Wald gingen und die Stiefmutter jedem ein Stück Brot gab, zerkrümelte Hänsel sein Brot in der Tasche und warf in kleinen Abständen einen Krumen auf den Weg. Wieder wurde ein Feuer gemacht und wieder wurden beide allein gelassen. Aber diesmal fanden Hänsel und Gretel nicht den Weg zurück, denn die vielen Vögel, die im Walde lebten, hatten alle Brotkrumen aufgepickt. Sie liefen eine ganze Nacht und einen ganzen Tag und kamen dabei immer tiefer in den Wald. Beide waren schon ganz verzweifelt. Plötzlich sahen sie ein kleines Häuschen. Hänsel und Gretel machten große Augen, denn das Häuschen war aus Brot. Das Dach war mit herrlichem Kuchen gedeckt. Die Fenster waren aus feinstem Zucker und die Türen und Fensterläden aus Lebkuchen mit Mandeln. Gretel, schau! Hast du so ein Häuschen schon gesehen? Aus feinstem Kuchen! Oh, ist das schön! Ich bin sicher, das schmeckt dir und mir. Komm, lass uns essen. Gut, also probieren wir. Schmeckt das gut. Ja.
Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Der Wind, das himmlische Kind. Als Gretel sich gerade ein Stückchen von der Tür nehmen wollte, ging diese plötzlich auf und eine alte Hexe kam heraus. Nie hatten die beiden zuvor so eine alte, hässliche Frau gesehen und sie bekamen schreckliche Angst. Sieh da, zwei Kinderlein. Wie kommt ihr denn so tief in den Wald hinein? Kommt nur näher. Ich will euch mal genau besehen, nur keine Angst. Euch wird nichts geschehen. Ich werde euch erst mal was zu essen machen. Pfannkuchen mit Milch und Honig, Pudding und andere süße Sachen. Die beiden fürchteten sich nicht mehr, denn sie dachten, wer so freundlich ist, wird sicher nichts Schlechtes im Sinn haben. Doch die Hexe lachte sich heimlich ins Fäustchen. Die zwei reißen mir so schnell nicht aus. Das wird ein feiner Schmaus. Dann sagte die Alte: Hänsel, komm, ich zeig dir was. Nun komm schon her. Es liegt im Stall und ist für mich zu schwer. Hänsel ging zögernd zum Stall. Plötzlich gab die Alte ihm einen Stoß, dass er hineinfiel. Dann verriegelte sie die Tür. Hänsel schrie aus Leibeskräften und bat Gretel, dass sie ihm helfen möge. Gretel! Gretel, hilf mir hier raus! Die Hexe aber lachte nur. Was nützt dein Schreien und all dein Zittern? Deine Schwester wird dich in Zukunft füttern. Los, Gretel, hol Wasser und koch was zum Essen. Und wenn dein Bruder fett ist, dann wird er von mir gegessen. Gretel musste tun, was die alte Hexe von ihr verlangte. Jeden Morgen ging die Alte zum Stall und sagte: Hänsel, steck deinen Finger heraus. Ich will sehen, ob du fett genug bist für einen Schmaus. Hänsel hielt aber nicht seinen Finger heraus, sondern einen dünnen Knochen, den er im Stall gefunden hatte. Da die Alte trübe Augen hatte, merkte sie es nicht. Sag mal, Hänsel, du isst und isst. Wie kommt es, dass du doch so mager bist? Nachdem 4 Wochen vergangen waren und Hänsel immer wieder anstatt den Finger den Knochen heraushielt, sagte die Alte: Du wirst nicht fetter. Doch das ist mir egal. Heute wirst du gegessen. Dann ist eben nicht so fett das Mahl. Los, Gretel! Du musst Wasser holen und schüre gleich die glühenden Kohlen. Gretel weinte bitterlich. Oh, lieber Gott, was wird nun? So sag mir doch, was sollen wir tun? Winsel nicht herum, schau in den Ofen, dass die Brote nicht verbrennen. Bereite alles vor, damit wir deinen Bruder rösten können. Aber die Öffnung im Ofen ist zu klein. Ich komme nicht weit genug hinein. Ach, du bist zu dumm. Ich zeig dir das. Schau, ich kann's. Ich bin sogar schon halb drin. So musst du's machen, du dumme Gans. Als die Hexe das sagte, gab ihr Gretel so einen Stoß, dass sie in den Ofen fiel. Schnell machte sie die Eisentür zu und schob den Riegel davor. Ganz elendig musste nun die Hexe verbrennen. Und sie fing so grässlich an zu schreien, als würde sie zur Hölle fahren. Gretel lief sofort zum Stall und befreite Hänsel. Beide gingen dann ins Häuschen und schauten sich alles genau an. Plötzlich sahen sie, wie es in einer Ecke nur so blinkte und funkelte. Schau, Gretel! Gold, Perlen und Diamanten. Eine ganze Kiste voll. Oh, ist das toll. Komm, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Oh ja, und dann werden wir nach Hause rennen. Dann ist vorbei die große Not. Dann haben wir ein Leben lang immer Brot. Lange, sehr lange gingen sie durch den Wald, aber sie konnten das Haus des Vaters nicht finden. Doch dann kamen sie an einen Weg, wo Hänsels Kieselsteine noch lagen. Bald sahen sie auch schon das Haus des Vaters und sie liefen so schnell sie nur konnten. Der Vater, der keine ruhige Minute mehr hatte und sich sehr grämte, seit die Kinder fort waren, hörte Hänsel und Gretel schon von Weitem rufen: Vater, Vater! Wir haben etwas mitgebracht! Gretel schüttete die Schürze aus und Hänsel seine Taschen, dass die Edelsteine nur so auf dem Boden tanzten. Die Stiefmutter war inzwischen gestorben.
Der Vater nahm seine beiden Kinder in die Arme und drückte sie ganz fest an sich. Für alle Zeiten hatte nun die Not ein Ende. Sie blieben zusammen und lebten glücklich und zufrieden. Es tanzt ein Biber, Butzemann.